Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um den zweiten Teil des Paragraphen 622 BGB, also die Regelung der Kündigungsfristen. Ich habe hier nochmal einfach eine Seite, die mir Google angezeigt hat. Sie sehen hier 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen und wir nehmen wieder erstmal die Strukturen wahr und nicht so sehr die Details. Es gibt sechs Absätze, denken Sie an das erste Video, sechs Absätze. Die ersten drei Absätze Grundregeln, die Absätze 4, 5 und 6 Ausnahmen. Und bei Absatz 5 finden wir noch hier ein erstens und ein zweitens. Das ist also die Struktur und das schauen wir uns jetzt nochmal etwas genauer an. Also, es geht um den Paragraphen 622 im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB. Er besteht aus sechs Abschnitten oder Absätzen. Die Absätze 1 bis 3 sind die Grundregeln und die Absätze 4 bis 6 sind die Ausnahmen. Mit den ersten drei Absätzen haben wir uns im ersten Video beschäftigt. Heute geht es um Absatz 4, 5 und 6. Und Absatz 4 gestattet die Abweichung von den Grundregeln für die Kündigungsfristen durch Tarifvertrag. Es gibt in der Tat Tarifverträge, die haben kürzere Kündigungsfristen als die im Absatz 1. Was war nochmal in Absatz 1? Das war die Regelung für den Arbeitnehmer, wenn der gehen möchte. Im Absatz 2 die Regelung für den Arbeitgeber. In Absatz 3 die Regelung für die Probezeit. Also die haben kürzere Regeln hier als in diesen drei Absätzen hier stehen. Das ist erlaubt. Im Tarifvertrag kann man vom Gesetz abweichen. Absatz 5 ist die einzelvertragliche Abweichung. Und da haben wir gesehen, da gibt es ein erstens und ein zweitens. Das erste ist die Aushilfe. Die Aushilfe bis 3 Monate. Und da können wir im Prinzip eine sofortige Kündigungsfrist vereinbaren. Und das zweite, das ist der Betrieb, der kleiner bis maximal 20 Arbeitnehmer hat. Also bis maximal 20 Arbeitnehmer. Wie man Teilzeitkräfte hier rechnet, ist dann im Folgenden erklärt unter zweitens. Und dass auch die Lehrlinge, also die Auszubildenden, nicht dazu zählen, ist dort auch noch erklärt. Also in diesem Fall ist die Kündigungsfrist 4 Wochen. Ja, Moment mal, 4 Wochen hatten wir doch oben schon in Absatz 1, richtig. Aber im Absatz 1 steht 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Hier heißt es 4 Wochen zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Also doch schon eine etwas kürzere Frist. Denn aus den 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende, so wie es hier oben geregelt ist, wird ja oft eine längere Kündigungsfrist, je nachdem, ob es zum 15. oder zum Monatsende noch passt. Ja, und der Absatz 6, der regelt einfach, dass es nicht erlaubt ist, dass der Arbeitnehmer, wenn er gehen möchte, eine längere Kündigungsfrist hat, als wenn der Arbeitgeber will, dass der Arbeitnehmer geht. Also dieses Konstrukt ist nicht erlaubt. Umgekehrt ist erlaubt. Also man kann vereinbaren, dass wenn zum Beispiel der Arbeitgeber will, dass der Arbeitnehmer geht, 3 Monate Kündigungsfrist vereinbart sind. Wenn der Arbeitnehmer gehen möchte, nur 1 Monat zum Beispiel, das ist erlaubt. Aber umgekehrt, zu Lasten des Arbeitnehmers, ist es nicht erlaubt. Wir sehen übrigens hier noch den Gedanken, dass eine längere Kündigungsfrist als sicherer gilt. Was in der Praxis oftmals nicht so ist. In der Praxis muss man flexibel reagieren können. Aber unser Arbeitsrecht und speziell auch die Regelungen hier zur Kündigung sind schon eher statisch. Wir sehen das an dieser Stelle. Das war's. Vielen Dank. Alles Gute. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden.
Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.